Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Miss Survival. Ja, nachdem die letzte Runde ja so erfolgreich geendet hat, mit vielen Plänen für die Zukunft, haben wir ja alle gemeinsam, vor allem ich, beschlossen, dass wir jetzt nochmal von vorne anfangen, weil es einfach keinen Sinn macht so. Und dann würde ich sagen, wollen wir jetzt einfach mal schauen, wo wir landen, wo lang es geht und so weiter. Ja, tolle Geschichte, haben wir auch alles noch nie gehört. Wir sind der Auserwählte, der seit 3 Jahren durch die Gegend rennt und dann direkt vom erstbesten Bären und vom erstbesten Zombie-Kollegen umgenatzt wird. Deswegen, ja. Wir sind immun gegen den Nebel. Aber wir sind nicht immun gegen Dummheit. Deswegen, neue Runde, neues Glück. Wir wollen mal schauen. Ich habe, kennen wir alles schon. Ich habe ein Nächtlein drüber geschlafen. Und jetzt bin ich ready for survive quasi. Ich bin sehr optimistisch, dass wir nicht innerhalb der nächsten 2 Minuten sterben werden, aber das weiß man ja nie. So, eine Fruit Can, eine Cola-Dose und ein paar Matches. Und mit ein paar habe ich gar nicht so unrecht, sind nämlich genau 2. So, was haben wir denn hier? Ein paar Steine. Wenn ich jetzt hier... Aha, da vorne steht doch schon mal was. Ich überlege gerade, ob das hier nicht tatsächlich das Anfangs-Spawn-Gebiet ist. Da ging es auch hier so ein Stück runter. Da war dann so ein... Naja, wir gucken einfach mal. Ich würde jetzt einfach mal hier runterlaufen, weil da ist direkt Loot. Und Loot, wie wir alle wissen, ist gut. Deswegen, gehe ich jetzt einfach mal hier straight hin. Hebe natürlich Stock und Stein, was mir vor die Füße fällt, noch auf. Das Brettlein nehmen wir auch gleich mit. So. Ist denn hier was drin in dem Auto? Nö. Toll. Hat sich der Weg hier direkt gelohnt? Hier auch nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass hier immer mal was lag, aber vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. Was haben wir denn hier? Zündkerzlis. Die nehmen wir doch direkt immer mit. Die nehmen wir mit, habe ich gesagt. So. Naja. Was haben wir hier? Oh, ein Rack. Ein Rack kann man immer gebrauchen. So, was haben wir hier drüben noch? Müll. Und ein Brett. Und ein Brett. Und Müll. Ja, immerhin Bretter. Oben ist ein Turm. So. Das Auto gucken wir uns auch nochmal an. War nur ein Schild. Ich dachte, da stand jemand. Da fangen sie schon an, die Halluzinationen. Dieses Auto beinhaltet nichts. Und auch hier liegt nichts, aber es ist ganz schick eigentlich. Gut survivalig. Open Truck. Auch der Truck ist leer. Aber da unten, da liegt doch was. Komme ich nicht dran. Keine Ahnung. Ein Stick. Stickety Stick. So, was haben wir hier? Kleiner Hänger. Pick-up-Lock. Ja, aber wohin damit? Das ist halt das Problem. Ich meine mich zu erinnern, dass wir die nicht einfach in unser Inventar packen können. Oder? Okay. Ich meine mich zu erinnern, dass das Mumpitz ist und wir die sehr wohl einpacken können. Dann komm her, du kleiner Lock. Erstmal Hammer. Also von daher. Der Turm da oben sieht doch ganz schnieke aus. Mein Problem mit dem Turm ist gerade, dass den anderen natürlich auch schnieke finden könnten, aber was soll's. Achtung, Bären. Hallo, Bär? Ist hier ein Bär? Falls hier ein Bär ist, bitte kurz warten. Ich bin auch gleich wieder weg. Mumi. Mhm. Benzin, aber es bringt uns ja alles nichts. Wir können jetzt natürlich da mal hochgehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen da jetzt auch mal hoch. Was ist denn eigentlich mit diesen Schubkarren überall? Kann man die benutzen? Nee. So. Oh, toll. Gedärme. Ein Gedärmerohr. So. Wollen wir doch mal. Tippel, tippel, tippel. Tippel, tippel, tippel. Vielleicht kommt von uns von da oben die Erkenntnis, wo wir als nächstes hinpilgern wollen. Ich esse jetzt hier keine. Ein Combat Knife. Ah. Und eine Pistole. Ja, Hallöle. Das ist kein guter Tag, das weiß ich ja auch nicht. So.
Wollen wir die doch gleich mal laden. Bin nämlich wieder Platz im Inventar. Oh, eine Wasserflasche. Oh, ein Rucksäckelchen. Das ist ja noch besser. Und ganz viele Schubladen wieder zum Aufmachen. Warum kann man die untere Schublade nicht öffnen? Ich verstehe es nicht. Oh, ein Snack. Leer. 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 Komponentes. Und Gaffer. Ich habe ein bisschen Durst, aber die Cola macht, glaube ich, mehr, als wir Durst haben. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Dann würde ich vielleicht einfach mit den Stöckchen tauschen, weil die kriegt man eigentlich, findet man überall. Aber ich mache das mal hier hin, weil das Hirn. Na, der Loot respawnt. Respawn, das war das Wort, was ich hier gerade nicht gefunden habe. Der Loot respawnt ja theoretisch. Deswegen, ja. Machen wir das lieber mal leer. So. Die Erkenntnis, wo wir als nächstes hinwatscheln, ist genauso wie vorher. Wir werden einfach querfeldein hier ein bisschen rumlaufen. In der Hoffnung, dass wir etwas finden, das kein Fell hat. Und nicht auf der Suche nach Gehirnen ist. Und auch kein Bandit ist. Ich werde jetzt einfach hier ein bisschen querfeld einlaufen. Wird schon passen. Falls jemand einen Bär sieht, bitte schreien, dass ich Bescheid weiß. Da vorne. Was haben wir denn da? Ist das unser Zelt? Nee. Nee, oder? Ist das nicht. Nee, das ist nicht das Zelt, in dem wir angefangen haben. Das ist natürlich schon mal ein ganz nettes. Oh, ein Rucksack. Baby. Säge, ja, haben wir schon. Aber ich würde jetzt mal das hier. Make this to active base, weil dann werden wir im Falle eines Falles, was natürlich nicht passieren wird, keine Sorge, ich meine, wir sind ja Profis, werden wir hier wiederbelebt. Ist das doch... Nee, ist nicht unsere Base. Nee. Wir haben ja gelootet. Also bitte. Hier ist auf jeden Fall Benzin drin, so wie bei den meisten. Und eine Axt. Oh, hallo, kleine Axt. Oh, jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Oh. Ich trinke doch die Cola. Ja, ich sag ja viel, viel, viel mehr, als wir brauchen, aber die Wasserflasche ist auch wichtig. Ich kann auch einfach die Steine da lassen. Ach, Manu. Immer diese Entscheidungen. Wir brauchen dringend einen Haus. Von da kommen wir, glaube ich. Dann würde ich jetzt mal hier lang gehen. Wir brauchen ein Haus. Ich weiß, wir könnten uns auch einfach eins bauen, aber das braucht so viel Material. Das macht, glaube ich, jetzt ganz so viel Sinn. So. Ich möchte gerne in dem Bus wohnen. Kann ich bitte in dem Bus wohnen? Ein Lashing. Können wir nicht aufheben. Das ist kacke. Ach, Mann, hier sind noch mehr Lashings. Die haben wir auch nicht. Nee, natürlich nicht. Menü, hier ist voll gut. Hier liegt voll viel Zeug rum, was wir nicht mitnehmen können. Oh, ein Rack, das können wir stecken. Tomatensoßen kann. Oh. Okay, wir brauchen ein Haus. Nützt ja alles nichts. Ne, Map haben wir leider immer noch keine. Das heißt, wir müssen uns merken. Kein Problem. Da vorne ist das. Dann müssen wir einfach mal. Wir laufen einfach mal hier lang. Da waren wir gerade. Dann gehen wir hier lang. Genau. Das ist ein guter Plan, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Hier ist doch ein Sträßlein. Das ist doch schon mal fein. Da haben wir doch auch was. Was haben wir denn da? Noch ein Campingplatz. Ich möchte ein Haus. Ein Haus, in dem wir wohnen können. Campingplatz. Ja, hier ist jetzt natürlich wieder jede Menge Loot. Aber es bringt uns halt alles noch nicht so viel, solange wir keinen Platz haben. Ah, das Rack und das Brett können wir mitnehmen. Das steckt ja immerhin. Oh, ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen in der Hoffnung, was zu finden. Ohne Haus bringt das halt alles nicht ganz so viel.
So, hier sind wir wieder auf der Hauptstraße. Wir kennen sie. Da vorne ist eine Tanke. Was bist denn du? Hier ist ein Haus. Ein Haus, ein Haus. Ein Haus, das man bewohnen kann. Bitte, hoffentlich. Ja! Na, Hallöchen. Ach. Na dann. Bing, bing. Willkommen daheim. Ja, ist eine kleine Butze, aber passt. Vor allem haben wir einen Schrank. Einen Schrank, in dem wir Zeug lagern können. Das ist doch das Schönste am Daheimsein. Dass man da seinen ganzen Firlefanz einfach abladen kann. So. Bitte nicht in Panik verfallen, dass ich jetzt hier alles wild durcheinander packe, aber ich kann ja jetzt auch nichts dafür. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen sortieren. Genau. So. Das rüste ich aus. Das würde ich auch hier lassen. Die Axt würde ich vielleicht mitnehmen. Genau. Und die Matches lassen wir nicht hier. Nehmen wir mit. So. So vielleicht. So vielleicht. Man hier. Okay. Ist aber 100% repariert. Okidoki. Na dann. Ach ja, hier ist ja noch ein Käuferlein. Da ist auch nochmal Zeug drin. Würde ich den einfach mal mitnehmen. So. Ist wahrscheinlich M gedrückt halt. Hä, wie kann ich den move? Ach, ich muss M gedrückt halten. Verstehe. Ah, keine Ahnung. Stell ihn erstmal dahin. Ich will nur nicht, dass er hier draußen rumsteht. So. Hab ich das richtig gesehen? Geht hier hinten? Geht noch eine Treppe hoch. Genau. Dann gehen wir da doch auch mal hoch. Vielleicht ist da oben auch noch Loot. Nö. Kein Loot. Okay. Naja, gut. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein Häuschen, wo wir etwas ablegen können. Praktisch. So. Dann haben wir hier vorne ein Auto, das wir nicht benutzen können. Schade. Ach, bei der Fackel. Bei dem Fass rein. Hey, sag mal, Leute, ist es. Das kommt irgendwie bekannt vor hier. Haben wir hier schon mal? Also, im quasi letzten Spielstand. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber hier ist auf jeden Fall doch schon mal noch ein Auto, was man plündern kann. So. Handschuhe. Hm, cool. Können wir eigentlich direkt. So, ja, ich loote erstmal fertig. So, okay, dann Inventar, Equipment. Hier. Immer, oh, man sieht sogar, cool. Immerhin schon mal Handschuhe. Wir sind zwar komplett nackt, da nicht, aber im Inventar schon. Aber ist da jemand? Hm, leer aus. Oh cool, man sieht die Handschuhe jetzt auch beim Laufen. Das ist cool. Hey. Tatsächlich niemand. Praktisch. Mhm. Dafür ist hier aber halt auch irgendwie gar nichts. Toll. Hm. Leer. Leer. Naja, ein bisschen Muni. Ein Hämmerchen. Ah, naja, ein bisschen was ist doch da. Immerhin. Und noch ein Rack. Kann man immer brauchen. Racks kann man immer brauchen. Ich mache jetzt hier auch die Tür auf. Ich würde einfach mal hier die Türen aufmachen, dass wir so ein kleines bisschen ein Symbol haben, dass wir hier schon waren. Macht das Sinn? Und ich muss mir auch irgendwie merken, wie wir wieder nach Hause kommen. Warte mal, die große Straße. Bis zu dem LKW und den Pylonen und da runter. Genau, okay, ja. Da wohnen wir dann. So, da ist die komische Garage. Hier drüben ist nichts. Hm. Ein Stock, toll, ein Stock. Nehmen wir gleich mit. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal da unten. Irgendwie kommt mir das hier echt bekannt vor, aber der See war nicht, glaube ich. Kann es sein, dass das hier das Gebiet ist, wo man früher immer gestartet ist? Nur ein bisschen umgebaut?
kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Das sind, glaube ich... ist da jemand? Nee. Glaube ich ein bisschen anders, aber trotzdem immer noch ähnlich. Oh toll, hier ist gar nichts. Hier ist keiner. Hallo? Guten Tag. Ein Klo. Kein Spiegelbild. Was? Okay. Oh, hier ist gar kein Loot. Immerhin ein Sewing Kit. Und ein Rack. Ja, doch ein bisschen Loot. Aber was macht das hier? Ist ja mal so richtig off-topic. Aber na gut. Naja. Wir wollen uns nicht beschweren. Wird schon seinen Grund haben. Und ein paar leere Flaschen. Falls man mal schnell einen Molotow braucht, nehmen wir die mal lieber mit. So. Wollen wir doch mal gucken. Ist hier oben jemand? Hallo? Nee. Sieht leer aus. Nee. Uni! Sudoku. Kann ich mitnehmen. Ein Reck. Klebeband. Ansonsten. Batterien. Und noch ein Sewing-Kit. Naja gut, hier oben war ja schon mal ein bisschen mehr Loot. Immerhin. So, lalalala. Kommt jetzt hier noch mehr, ist die Frage. Ach, was soll's. Ihr weißt's doch. No risk, no fun. Also, bei aller Liebe, ne? Aber meine Sprachstörung ist irgendwie immer noch am Start. Ich weiß auch nicht, was hier kaputt ist. Naja, naja. So. Achtung, Autos. Naja. Ja, ja, ich hatte recht. Das ist tatsächlich da, wo wir vorher immer angefangen haben, weil hier ist so ein Tunnel, wo wir nicht durchkommen. Aber hier war hier nicht immer ein Campingplatz und hier ist jetzt eine Straße. Die ist, glaube ich, auch neu. Ich meine mich zu erinnern, dass hier immer so ein Campingplatz war. Und hier kam man nicht weiter, genau. Cool, ob man da irgendwann weiterkommt. Wer weiß. Ich glaube, wir sollten langsam aber sicher mal wieder Richtung neue Heimat wandern, damit wir ein bisschen safe sind. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass gleich ein Nebel kommt. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Scheune oder sowas. Aber da ist bestimmt neue Freunde sind da bestimmt drin. Ja, mit Sicherheit. Habe ich jetzt eigentlich erstmal keine Lust, gegen sie zu kämpfen. Kriege ich nur auf die Fräse. Das lassen wir lieber. Bleiben da lieber nur ein Stück weg. So. Theoretisch ist jetzt hier irgendwo, geht's schon Richtung Heimat. Ich hoffe zumindest sehr, dass das so ist. Stop! Nein, ich habe keine Zeit. Ich suche mein Haus. So, oh, hier ist auch noch ein Haus. Was ist das hier? Oh. Schreibtisch, den kann man auch benutzen. Wie praktisch. Ein paar Komponenten, die habe ich von weitem schon gesehen. Hehe. Ein Brettel, das ich aufheben kann. Okay, ist hier vielleicht... Nö. Ich hatte die Hoffnung, dass hier vielleicht ein Rucksack drin ist, aber es ist kein Rucksack drinnen. So, aber wir haben noch gerade hier so ein paar Berries aufgehoben. Die können wir einfach mal wegsnacken. Dann haben wir auch Platz, um das Brett aufzuheben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier die Straße weiter Richtung große Straße quasi. Weil da müsste dann ja irgendwann unser Haus dann wieder auftauchen. Genau. So. Das ist der See, den wir von der anderen Seite gesehen haben. Das heißt, wir sind quasi fast zu Hause. Müsste jetzt hier vorne einfach ein Stück weiter und dann müsste das eigentlich da auf der rechten Seite das sein. Maybe. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ja. Home sweet home. Meine Damen und Herren, home sweet home. So. Dann würde ich sagen, gehen erstmal rein. Und dann gucken wir mal, was wir bauen können, wollen, müssen. Natürlich im besten Fall ein Bett. Oh Gott, ich muss... Oh, B. Ein Bettchen möchte ich bauen.
Nee, bei Möbel ist das, bei Möbel. Da brauchen wir Rex und Wood. Aber Rex und Wood sollten wir eigentlich haben. So, mal gucken. Hier sind die Rex. Und hier sind die Bretters. Ich würde das jetzt einfach mal hier in einem kleinen Nebenraum machen. Wenn mir das nicht gefällt, hier vor diesem offenen Fenster, aber... Naja. Genau, das kleine... Ja. Mit Co können wir drehen. So. Und das können wir... Perfekt! Na, wenn das mal kein guter Start ist diesmal. Meine Damen und Herren, ein Bett!